Jo, hi, willkommen. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und mein Name ist der New LP. Ha, nochmal gerettet. Überhaupt nicht gut. So, wir leveln jetzt erstmal Elvin auf und dann gehen wir weiter im Berg hier hoch. Was haben wir denn hier? Vitalität. Ich nehme an, das ist für HP und für Verteidigung, ne? Also machen wir das. Und Stärke natürlich. Kümmern wir uns erstmal um die formulären Sachen hier. So, diesen Berg hier. Wir müssen noch höher und zu einem anderen Ort, glaube ich. Weiß ich nicht. Übrigens, Ron ist nicht sehr begeistert, wie man sehen kann. So, dieser Running Gag, den werde ich jetzt noch bis zum Ende dieses Kapitels hier machen. Also bis wir hier mit diesen Typen fertig sind, für den Ron arbeitet. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. So, und hier ist ein Speicherpunkt. Das ist natürlich super. Nein. Ich sollte dann vielleicht mal speichern gleich. Weil es jetzt schon so lange her, dass ich gespeichert habe. Und jetzt, wenn auf einmal mitten in der Aufnahme ich verrecke, dann komme ich wieder noch sonst wo raus. Und dann kann ich das alles hier noch mal machen, deswegen speichere ich doch lieber noch mal. Und ich habe mich entschieden, wieder Blut zu steuern. Ah ja, verdammt. Oh, danke. Ist ein Schatz. Oh, verdammt. Mann. Ach, meine Nase juckt voll. Nein, meine Nase, nicht Hände. Okay. Ich werde dann jetzt einfach hier mal speichern. So. Boink. Okay. Weil wir jetzt sehr nervig finden. Auf einmal ein Boss kommt, ich verrecke und alles nochmal neu machen muss. Aber ich glaube, sieht noch nicht so aus. Ach, wir sind wieder hier am Anfang. Warte mal, wieso kann ich hier hin? Wieso kann ich hier hin? Ach, um wieder hier hinzukommen, okay. Wenn das so ist. Hallo? Ach, jetzt kann man direkt hier hoch. Schön. Ey, den wollte ich eigentlich aus dem Weg gehen. Kannst du es wagen? Und in Sturm. Danke. Vor Elvin kannst du dich nicht verstecken oder abwehren. Who the hell do you think I am? Oh nein. Elise! Elise! Hilfe! Obwohl ein Speicherpunkt ist in der Nähe. Das kann nicht so viel passieren. Darauf haule ich erstmal ein. Zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Überhaupt nicht getroffen. Scharfe Strömung. Zack und so dann Level up. Das sieht immer noch gut aus mit der Sonnenbrille. Einfacher Brecher. Okay. Und da komme ich wieder ganz runter, will ich nicht. Und Trag des Lebens, der ist schon mal gut. Einen habe ich nämlich verloren. So, ich denke mal, hier kommt ein Boss jetzt als nächstes. Deswegen. Na, du kommst auch TP. Und noch mehr TP. Er hat voll wenig Intelligenz, sehe ich gerade. Kann wunderbar, warum seine Heilart nicht so viel geben. Totstellen. Wieso sollte ich mich totstellen wollen? So. Ich gehe mal noch zum Speicherpunkt. Zu gucken. Nee, ist halt überhaupt nichts.
Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Obwohl, nee. Ich glaube nicht, dass hier ein Boss ist. Dafür ist hier viel zu klein. Nö. Bestimmt unten an. The core is active now, but what can we do up here? Na, reinspringen. Good thinking. I shall cast a channeling circle on the erupting spirit energy. We may be able to ride it down safely, but only if we can maintain control. So are we gonna dive in? Should have kept my mouth shut. We're only gonna get one chance to hit the core. What are we waiting for? We have to save those citizens. Right. There's no other way. Wieso benutzen wir nicht einfach den Tipocopter? Thanks. Young lady, will you wait here, please? All right then, hold on tight, okay? This might be a turbulent flight. Hui. Hat er Papierflieger gemacht? Ja, ja. There's Master Klein. Are you all right? Forgive me. I dashed off again without heeding your warnings, and I shouldn't have. I am just glad that you're safe. Do you know if Noctigal is still here? I came here to demand answers about all of this, but his personal guard took me captive. I see. Oh, I just hate this place. Let's get out. This bud's right. I'm getting bad vibes here. Ich kann doch. Watch out. Get back. Schätz mal, hier kommt unser Boss für diese Level, oder? Ja. Verdammter Mist. Was ist das? We're about to find out. Hi. Regenbogen, Schmetterling, Motte, was auch immer. Namenlose Missbildung. Was, eine Missgeburt? So, Mina, komm mal her. Wird gegen. Was? Du kämpfst ja echt in der Luft. Hallo? Oh, verdammter Mist. Und. Jetzt kommt wieder der nächste Boss und macht uns platt, ne? Oh, wir sind so was von tot. Boah, ich kam bis jetzt noch nicht ein einziges Mal zum Angriff. So, das wollte ich einsetzen. Das hat sogar gebracht. So, jetzt bist du nicht mehr am Boden. Mann! Das Gute ist, wenn es einem Charakter schlecht geht, kann man ihn auswechseln. Elise, hier hin. Oh. Mila, kümmere du dich mal um ihn. Irgendwie bist du nur hier am Frecken, kann das sein? Ich dachte ehrlich gesagt, das wird dein Kampf hier, wegen Luftkämpfe und so. Nein. Nein. Wenig verwendbar. Wieso kann ich keine Objekte benutzen? Was ist das denn? Soll ich verarschen? Danke. Danke sehr. Ich wollte schon sagen, soll ich verarschen? So, komm mal her, Mila. Willst du mir diesen einen Angriff einsetzen?
Wow. Nein. Oh, der hat direkt einen Trank. Was? Mila ist tot? Wieso? Verdammter Dreck. Ich brauche unbedingt einen Wiederbelebungsskill. Ah, oh, das gibt's nicht. Was zum Wer hat die Glocke hier hingeballert? So, Elfenheilung. So, jetzt komm. Ich komme hier gar nicht zum Angreifen. Vielleicht sollte ich mal Auron hier einpacken. Weil irgendwie bringt es gar nicht. Er guckt euch an, wie er uns fertig macht. Du bist nur gegen Erde anfällig. Ernsthaft? Nein. Nein. Emila verreckt nur. Kann das sein? Verdammt. Oh, und du schaffst das doch, oder? Oh, zum Glück habe ich gespeichert. Ey, zum Glück habe ich gespeichert. Ey, was soll ich denn machen? Ich habe ja gar keine Chance. Ich komme gar nicht vernünftig zum Angriff. Da, was? Ich komme jetzt so gar nicht. Guck mal her, Mila, und verreck jetzt nicht die ganze Zeit. Boah, was ist das denn? Hör auf, die Glocke zu beschwören. Hast du sie noch alle? So, ey. Mann, nein. Na, boah. Oh, hallo? Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich verreck die ganze Zeit. Ach. Gibt's doch nicht. Was ist das denn für eine Verarschung? Welche Level ist der? 16, was? Der macht uns so fertig. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja. Das ist ein bisschen blöde. Na gut. Ja, ich möchte jetzt ungern offline, offscreen grinden, weil dann bekommt man hier nicht den Lilium-Kugel-Fortschritt und so weiter alles mit. Ich weiß nicht. Was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt hier on-screen trainieren? Man bekommt schon genug Kämpfe hier zu sehen eigentlich. So, ich habe eine Idee. Ja, dann würde ich sagen, keine Ahnung, wir sehen uns im nächsten Part. Ich rüste mich nochmal ein bisschen aus und so. Dann teleportieren wir uns sehen, mache ich einen Schnitt und was weiß ich. Ciao!